So. Wir wollen am Anfang... Wir wollen am Anfang vor ihm wegsegeln, nach Möglichkeit. Die Schüsse sollten immer frontal gehen. Der hat halt mehr Kanonen als wir, ne? Mit 26 zu 18. Da macht er wirklich Hackfleisch aus uns, ne? So schnell. Der ist so schnell, ne? Dafür, dass er langsamer ist als wir. Ah, shit. Ich habe mich zu lang gedreht. Oh, Schwein gehabt. Aua. Sehr riskant, was wir hier machen. Ah, super, super, super. Okay. Wir müssen aufpassen, trotzdem, der ist sehr, sehr wendig, auch wenn das jetzt nicht so aussehen mag. Ihr seht das, ne? Der ist sehr, sehr wendig. Wollen wir die Brig erobern? Wir kriegen halt Geld, ne, wenn wir diese Schiffe erobern und dann nicht mitnehmen, also sozusagen in ihre Bestandteile zerlegen. Ja, sauber. Jetzt wollen wir gucken, dass wir schön frontal auf ihn kommen. Jetzt drehen wir uns. Und bleiben hier auf Position. Und dann gewinnen wir das Ding. Und haben ein Schiff ohne Masten erbeutet und wir können es für 700, könnten wir es nehmen. Aber wisst ihr was, komm, wir gaunern uns einfach eine Flotte zusammen. Ja, 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 da greift er mal wieder in den Hafen an, der alte Lumpenhund. Aber was spielt das noch für eine Rolle? Wir werden gleich London angreifen. Okay. Neue Stadt entsteht. Galizien, Podolien. In Anbetracht der Tatsache, dass hier meine Arbeiterklasse immer so unzufrieden sein wird,
Sollten wir hier vielleicht, wie wäre es denn mit so einer Kirchenschule? Ich meine, klar, die sorgt für Zufriedenheit bei der eigenen Bevölkerung. Also bei der eigenen Konfession der Bevölkerung. Aber wir haben halt hier auch nicht so viel, was hier. Das ist halt entweder orthodox oder katholisch, ne? Und der Adel findet uns knuffig. Das ist schön. So, Technologiefortschritt. Bewegungsreichweite von Schiffen auf der Kampagnenkarte erhöht. Wir können jetzt die Werft bauen und den Marinerat. Wir haben das Tönbajonett und die Keilformation. Boah, Leute, ey. Forschen. Wir forschen so schnell. Wir können noch schneller. Wir können noch schneller. Es geht noch mal krasser. So, da quicksave ich jetzt nochmal, ausnahmsweise. So, jetzt muss ich noch einmal gucken. Entweder. Achso, wir schauen mal hier noch. Was haben wir hier? Eigenschaft erhalten. Sammel von Kokeji oder was? Ehrlich, ja. Ist ein Politiker oder was? Jonas Rothschild. Um den wird sich wahrscheinlich die ein oder andere Verschwörungstheorie ranken. Ah, okay, du bist das, alles klar. Tatsächlich aber, als Hofbankier wäre der wahrscheinlich sehr gerne gesehen, wie überhaupt tatsächlich viele Hofkredite von, also zumindest in der Anfangszeit der preußischen Staatsgründung von Juden kamen, die übrigens auch ganz gezielt eingeladen wurden von den Monarchen selbst, eben mit genau diesem Hintergedanken. Man hat also auch bevorzugt reiche Juden eingeladen, um sich von denen Geld zu verschaffen. Das ist kein Witz, also das war eine ganz gezielte Taktik. Ich möchte mir da übrigens an der Stelle auch nochmal jegliche antisemitischen Äußerungen hier in den Kommentaren verbitten. Wir wollen ja hier immer eine aufgeschlossene und von Toleranz und Demokratie geprägte Diskussion führen. Und dazu gehören für mich gewisse Etikette, die man wahren sollte, ne? Dass ich vertraue der Community da. Es ist nur so, für immer wieder verirren sich ja auch mal Leute auf diesem Kanal, die dem hier vielleicht jetzt noch, die meinem Kanal jetzt vielleicht noch nicht so lange folgen. Aber für die hier nochmal der Hinweis, ne? Wir legen immer sehr viel Wert auf einen gepflegten Tonfall und da wollen wir uns alle dran halten. Und na klar, natürlich, also jeder darf mal ein Schimpfwort fallen lassen oder sowas, ne? Aber es gibt so gewisse Grenzen, die hier nicht überschritten werden sollten, ne? Und dazu zählen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und andere Formen von Diskriminierung. Ja, und sowas. Das steht ja auch in den. Ich verweise hier an der Stelle auch einfach nur nochmal auf die YouTube-Community-Richtlinien. Ne? Also da gibt es auch von Google ganz klare Vorschriften. So, das jetzt aber. Ich will jetzt hier keine Belehrung machen. Ne? Das ist nur leider, wenn man über dieses Thema redet hier auf YouTube, verirren sich ganz gerne mal Leute in andere Gewässer, in denen sie besser nicht schwimmen sollten. So. Gefolgsmann gefunden. Christian Thomasius, verstoppter Bibliothekar. Okay, gut. Das. Als Gefolgsmann bringt dem das, glaube ich, sogar einen Vorteil, ne? Plus 2 auf Forschung. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Eigenschaft erhalten. Jakob Axel Stell von Holstein, General. Der Armsessel. Ach ja, okay. Das ist wieder dieses. Ja, Militärtechnologie, alles klar, okay. Okay, da okay. So, wir waren aber gerade dabei, über diese Rothschild-Bank oder Bankiersfamilie könnte man auch mal reden. Also es gibt sehr viele, ich sag mal, verschwörungsnahe Dokumentationen dazu auf YouTube. Ich habe mir die selbst auch übrigens mal angeguckt. Und ja, ich habe da natürlich immer so eine kritische Distanz zu, ne? Also, ja, da gibt es, also diese ganze, also man darf tatsächlich schon sagen, das ist schon eine sehr, sehr einflussreiche Bankiersfamilie auf jeden Fall.
Aber ich glaube tatsächlich, dass gewisse, also dass da, das sollte man wahrscheinlich auch, das sollte man, also wenn man das in Abrede stellt, dann macht man sich, glaube ich, auch unglaubwürdig. Das ist tatsächlich eine sehr einflussreiche Familie auf jeden Fall. Ja, wenn, je nachdem, wie weit man diesen Familienbegriff eben dehnt, ne? Und Bankiersfamilie könnte man sagen, ne? Wir haben auch verschiedene Hausbanken und natürlich, jetzt komme ich schon hier wieder ins Reden, ne? Natürlich noch andere Bereiche, Sektoren, in denen die wirtschaftlich aktiv sind, ne? Typisches Beispiel für Kapitalismus eigentlich, glaube ich. Also ein typisches Beispiel für so kapitalistische Wirtschaftsformen, Wohlstandsentwicklung könnte man vielleicht auch sagen. Aber die Verschwörungstheorie beginnt dann für mich da, wo man dann irgendwelche Weltherrschaftsabsichten und sowas unterstellt, was ich jetzt tatsächlich wirklich für weit hergeholt halte. Aber es gibt zum Beispiel so ein paar Sachen, die sind auf jeden Fall krass. Da staunt man nicht schlecht, wenn es zum Beispiel um diese, ja, um den, die Rothschilds haben, glaube ich, was haben die gekauft? Britische Staatsanleihen, ne? In den napoleonischen Kriegen. Und ich will jetzt keine Halbwahrheiten erzählen. Ah, ich guck mal gerade nach. Moment, das ist jetzt doch interessant. Ich guck doch mal nach. Moment. Ah ja, so, jetzt habe ich es wieder zusammen. Also, das ist eine echt sehr interessante Episode. Und zwar, es geht um diesen Nathan Meyer-Rothschild, ein ganz wichtiger Bankier in Europa, der unter anderem auch damit beauftragt war, die Erträge der Staatsanleihen an die Europäer zu transferieren und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht ganz im Detail ausführen. Ich kenne mich was diesen Aspekt angeht, jetzt auch nicht so gut aus, aber ich habe mir das gerade nochmal durchgelesen. Und zwar, der hat Goldmünzen gekauft, die ihm, wenn ich, ja, Moment, Moment, Moment. Also, der hat Goldmünzen gekauft, die ihm verzinst werden sollen, wenn er sie der britischen Kriegskasse zur Verfügung stellt. Und das Problem war tatsächlich, dass der Napoleon ja verloren hatte bei Waterloo und die Briten diese große Kriegskasse nicht mehr brauchten und damit er drohte da auf seinen Investitionen, die er ursprünglich getätigt hatte, sitzen zu bleiben oder ähnliches. Was er dann gemacht hat, war, er hat dann britische Staatsanleihen gekauft und die waren billig zu haben, weil tatsächlich die meisten Leute mit einer Niederlage der Briten gerechnet haben. Tatsächlich sind aber nach dem Sieg der Briten nicht mehr so viele Staatsanleihen emittiert worden. Das heißt, die vorhandenen bereits ausgeschütteten Staatsanleihen stiegen enorm in ihrem Wert und zwar um bis zu 40% 2 Jahre später. Und man schätzt, dass er damit ein märchenhaftes Vermögen dann gemacht hat, dadurch, dass er dann 2 Jahre später diese britischen Staatsanleihen verkauft hat. Das war sicherlich eines der größten Geschäfte, das er getätigt hat. Es war aber auch ein riskantes Geschäft auf jeden Fall. Und deswegen wurde ihm so von Verschwörungstheoretikern, ja, damit muss ich jetzt gar nicht mal unbedingt moderne Verschwörungstheoretiker meinen, aber daher wurde ihm zum Beispiel unterstellt, dass er und sein Haus, seine Familie da in Manipulationen bei diesem Schlachtgeschehen beteiligt gewesen wären. Das ist diese cui bono-Annahme. Ja, sorry, mein Sohn ist gerade aufgewacht und hat fürchterlich geweint. Um den musste ich mich mal gerade kümmern. Also, cui bono-Annahme, ne? Eigentlich etwas aus der Kriminalforschung, ne? Man versucht herauszufinden, wem nützt jetzt zum Beispiel der Tod der Person XYZ oder so. Und in solchen Fällen, ne? Klar, cui bono heißt, sagen wir, Person A ist gestorben, Person B hat eine Lebensversicherung, cui bono Annahme, ich sollte mir mal Person B angucken, ne? Wenn die eine Lebensversicherung für diese Person A abgeschlossen hat oder davon profitiert, ne? Das Ganze wird aber relativ absurd, wenn man das auf politische und globale Maßstäbe überträgt oder globalpolitische Maßstäbe überträgt, ne? Dann kann man kann sich nämlich ja auch die Frage stellen, wem nützt denn ein Erdbeben in Regionen,
X, ja, und dann, aha, der Bauindustrie. Also, die Bauindustrie muss für dieses Erdbeben verantwortlich gewesen sein oder damit irgendwas zu tun gehabt haben oder sowas. Jetzt kein Witz, es gibt Leute, die sind bei sowas total schnell dabei und sagen, ja, genau, da gibt es Maschinen, die können sowas und so. Lass mal das jetzt mal beiseite. Ne, aber ihr seht, diese Cui Bono-Annahme, die führt irgendwann in sehr, ja, in sehr, sehr flache Gewässer. Und sie ist halt hier in diesem Falle häufig zur Anwendung gekommen, ne, weil man sich halt gefragt hat, okay, wer war der größte Profiteur der Niederlage Napoleons bei Waterloo? Ah ja, das war der Nathan Meyer-Rothschild, ne, der diese britischen Staatsanleihen gehalten hat, ne, und billig gekauft hat vorher. Also muss der irgendwas damit zu tun gehabt haben, dass, dass der Napoleon da verloren hat. Aber es ist, ja, also so eine These ist einfach nicht haltbar, weil sie historisch einfach falsch ist und nicht bestätigt werden kann. Also sie kann, es gibt keine positiven Indikatoren dafür, dass diese These stimmen könnte. Es bleibt also bei einer reinen Annahme oder Vermutung beziehungsweise Mutmaßung. Und man würde ja hier unterstellen, jetzt nur, ich möchte da auch niemandem auf die Füße treten, der sich mit Interesse dieser These widmet, weil ich meine, so eine Annahme kann ja auch mal ein paar neue Erkenntnisse zutage fördern. Ja, wir wollen ja nicht alles sofort eben abschmettern oder mit dem negativ konnotierten Begriff der Verschwörungstheorie etikettieren. Aber in dem Fall muss man schon sagen, ne, die Annahme ist hier nicht belegt und man geht von einer Verschwörung aus mit einem sinistren Ziel. Wobei eigentlich da ja, ne, also die, wie gesagt, diese Unbelegbarkeit halt eben hier ein ganz wichtiges Kriterium ist in meinen Augen und dementsprechend ist es eine Verschwörungstheorie. Ja, das wäre auf, in meinen Augen schon eine Verschwörungstheorie. Allerdings, ich möchte auch sagen, wir sollten uns auch nicht die Augen verschließen bei solchen Persönlichkeiten, wie jetzt Nathan Meyer-Rothschild, der war eben einer der wichtigsten Bankiers der britischen Krone unter seinen, durch seine wirtschaftlichen Geschäfte ist seine Familie oder der innere Kreis dieser Familie auch sehr, 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 sehr reich geworden, hat ein märchenhaftes Vermögen erwirtschaftet, wie ich vorhin bereits gesagt habe. Und dass solche Personen keine politische Macht haben, das ist eine sehr naive Vorstellung, würde ich sagen. Wir dürfen echt schon davon ausgehen, dass Leute, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, auch versuchen, dieses Geld für politische Zwecke einzusetzen, beziehungsweise dass sie zumindest die Möglichkeit haben, Politik ganz gezielt zu beeinflussen. Und das passiert bestimmt auch. Ich möchte jetzt aber hier im Falle dieser Rothschild-Familie noch einmal sagen, das war damals. Wenn wir uns anschauen, wie sich, also welche Personen heute richtig, richtig viel Geld haben, dann sehen wir solche Personen wie Jeff Bezos, dann sehen wir so Personen, dann sehen wir solche Leute wie Bill Gates oder Warren Buffett. Ne, da sehen wir Leute, die viele, viele, viele Milliarden Euro an Wert haben, über riesige Konzerne befehligen können. Und ich würde doch mal sagen, diese Dimension von damals, die bei den Rothschilds, was damals wirklich vielleicht dieser Fall gewesen sein kann, ne, die passt heute nicht mehr so ganz ins Bild. Also heute sind andere Eliten wesentlich einflussreicher und andere Unternehmer sind wesentlich einflussreicher. Ne? Man hat ja auch immer wieder mal gesagt, naja, bei den Rothschilds muss man halt eben muss man halt eben so berücksichtigen, das ist ja eine Bankiersfamilie, das sind ja mehrere Leute, die Posten in den Banken werden häufig auch eben mit Familienmitgliedern besetzt und so. Und natürlich werden die wahrscheinlich auch nicht arm werden. Das ist ja ein Phänomen des Kapitalismus. Wer hat, dem wird gegeben und wer reich ist, dem wird auch nicht genommen. Sagt man ja häufig. Ne, so, das vielleicht mal so als eine mögliche Interpretationsform dazu. Wer so viel Geld hat, der wird jetzt auch nicht mehr arm werden. Ne? Da kann man sein Geld für sich arbeiten lassen. Das, ja, da wird man keine finanziellen Probleme mehr haben. Ne? Aber wenn man das auf diese gesamte Familie überträgt, dann kann man sagen, ja, da gibt es bestimmt sehr, sehr viele Millionäre in dieser Familie und so. Aber tatsächlich so, wenn man das mal mit der Walmart-Familie vergleicht, also den Walmart-Erben, die haben definitiv mehr Geld und das sind vielleicht nicht so viele, ne? Ja.
Okay, gut, aber lassen wir das jetzt an der Stelle. So, lang genug drüber geredet, erobern wir London. Segel mal hin. Ja, genau. Okay. So, belange das mal ganz kurz. Ja, also lassen wir uns angreifen. Der wird uns auf jeden Fall angreifen. Mit dieser Armee hier bestimmt noch, ne? Belagerung läuft. Ich überlege gerade, ob wir oder wie das bei einer Belagerung aussehen könnte. Weniger Nahkampfverteidigung. Aber mehr Nahkampfangriff. Interessant. Das ist unsere Brick, ne? Also wenn wir die verlieren, ist nicht schlimm. Deswegen sage ich, komm hier, segel mal da rum. Fregatte 5. Klasse. Okay. Ihr ergebenster Diener. Ja. Warte mal, ich habe doch da vorhin so eine Art hier platt gemacht. What? Dieses Spiel. Okay, broken, ey. Broken AF. Also, glaube ich, einfach nur, weil der so eine Kanone dabei hatte, ne? Oh, guck mal, ich habe übrigens eine Kanone verloren, ne? Warte mal, wir nehmen mal die Mörser mit. Machen wir zurück. 500! Dafür, dass er da mit seiner Loris-Truppe angekommen ist, oder was? Warte mal hier mit den Jungs. Ja, dann können wir nämlich gleich noch Dublin einnehmen. Mit der Armee werden wir dann da bleiben müssen. Aber wir haben ja hier oben die Möglichkeiten, dieses Gebiet relativ einfach zu befrieden. So, wir haben noch 4000 Öcken. Die können wir gerne nochmal in so Regierungsgebäude investieren. Ja, da sollten wir mal hier auf jeden Fall anfangen. Gucken wir mal, haben wir da irgend noch eins? Irgendwo eins für 2000? Nee, ne? Ich kann in Warschau eine Admiralität bauen. Das ist so witzig, ne? Weil der noch nicht mal einen Seezugang hat. Okay, passt. Die 2000 sparen wir. Können natürlich auch noch ein Schiff anheuern. Bringen wir mal hier. Ja, du kriegst an. Das war klar. Das ist aber gut, weil da kommen die Kanonen hier nicht mit. Hihihihi. Mach mal.
So, ich glaube, diese Schlacht machen wir noch und dann müssten wir ja fertig sein, ne? Also mit dem Part für heute. Wow. Also er greift uns ja an, ne? Okay, ich kann also nur... Ich kann die Truppen nur bis dahin aufstellen, weil da kommt irgendwas, was unpassierbar ist. Das ist dieser Hügel hier. Den müssten wir dann da irgendwie so, ne, verstecken, so, damit mir hier niemand im Rücken ankommt, stelle ich euch so auf. Die stellen wir, oder die Mörser, um genau zu sein, ne? Genau, die stellen wir hier hin. Und hier hin. Und euch stellen wir hier rein. Du stellst dich mal dahinter. Okay. Schauen wir mal. Ah, ich habe was vergessen. Die Kaff. Mal schnell zurück. Schnell hier hin. Ja, wenn wir Pech haben, dann one-shottet der halt einfach auch ganz lässig unsere Infanterie, unsere Arti. Den Ulanen dran. Verluste sind okay, auch wenn wir es nicht übertreiben wollen. Ah, das ist eine schön schnelle Kavallerie, aber... Hier ist so leise. Ja, er hat uns hier schon getroffen.
Ja, ich habe ihn aber auch schon einmal erwischt, ne? Also eine Kanone haben wir ihm zerlegt. Ja, die Linie macht auch Hackfleisch aus dem Kerl, ne? Mal, der kommt da jetzt bestimmt hier gleich wieder angekachelt, ne? Genau. Genau das, was er nicht machen sollte. So, zieht er sich jetzt zurück oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Haut das noch hin mit einem Angriff auf ihn? Ich meine, ich mache halt keinen Damage, weil ich glaube, meine Schüsschen. Die bleiben halt hier tatsächlich so ein paar Mühe außerhalb. Ja, ist klar, du bist ein böser Mann. Die bleiben tatsächlich hier so ein paar Mikrometer. Okay, dann stürmen halt die Bürger weg. Aber was soll das denn, Junge? Die bleiben so ein paar Mikrometer irgendwie außerhalb liegen. Seht ihr das? Der verfolgt ihn gar nicht richtig. So, jetzt musst du mir nochmal zeigen, was kommt denn da sonst noch so. Ah ja, ihr wolltet auch wahrscheinlich nochmal ein bisschen was an Action sehen, ne? 12-Pfünder Fußart hier. Bürger mit Musketen, okay. Dann die Ulanen nochmal schnell hier drüben hin ins Wäldchen. Nochmal ein bisschen Funky Underground. Dann muss ich mal hier nach meiner Art hier gucken. Die muss ja im Idealfall auch nochmal so eine Kartätschenladung abgeben können. Das ist mir nicht der Fall, ne? So, da sind seine Artillerieregimenter. Junge, der verbirgt sich im Wald. Du willst mir jetzt echt nicht im Ernst erzählen, dass du auf den gerade schießt, ne? So. Schieß mal auf ihn. Schieß mal auf den. Ist halt natürlich immer blöd, wenn man da an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen muss, aber wir sehen hier sehr schön. Naja, wir haben einfach durch das gliedweise Feuern einen sehr, sehr, sehr großen Vorteil. Bitte mach ihn noch komplett Vernichtikus. Wir haben gerade gar keine Linie, die feuert, wenn ich das richtig sehe. Weil der noch gar nicht in Reichweite ist und ein Großteil der Einheiten flüchtet schon wieder. Tritt den Rückzug an. Oder was?
der schießt auf den hier. Der steht ja wirklich sehr schön frontal. Und hier habe ich aber kaum... Also irgendwas stimmt doch mit meinen Soundeinstellungen nicht. Warum ist das aus? Junge! Ich habe das nie ausgemacht. Ich wundere mich hier schon. So, dann holst du mir die Ulan bitte einmal da hinten hin. Auch wenn das hier schon wieder so in diese Kategorie knappe Kiste fällt, streng genommen. Ich gönne mir mal hier das Ranzoomen. Einfach nur, weil wir so hemmungslos technisch überlegen sind. Da sehen wir auch, wie die Kartätschenladungen hier reinknallen. Jesus. Allmächtiger. Jetzt machen die hier auch Bekanntschaft mit Panzerburg, ne? Ja klar, der Schießer, also ich gönne mir hier die Verluste. Ich möchte tatsächlich aber hier wirklich den unfassbar verheerenden Schaden mit der Arti anrichten, ne? Damit die Einheiten einfach direkt wieder flüchten. Das ist, ich meine, so unsinnig. Bumm, da ging auch nochmal so ein schöner Schuss durch. So, gucken wir hier zu unseren Ulanen. Die manövrieren wir nämlich jetzt in den Rücken der Feinde. Da werden sie richtig was anrichten. Du stehst echt komisch. Bewegt ihr euch mal ein bisschen. Sieht leider nicht aufgrund dieser Bäume hier, wo man die Einheiten platzieren kann. Eine neue besondere Form des Handicap. Aufstellen im Zeitlupen-Modus. Feuere bitte hier auf die Blüten direkt vor dir. Ah ja, sehr gut. Flüchtenden. Hat gesehen, dass unsere Ulanen kommen und bereitet sich schon auf einen Gegenangriff vor. Das wollen wir natürlich antizipieren. So, jetzt vielleicht werfen wir auch noch ein paar Reserven ins Gefecht. Wenn wir uns hier jetzt ein bisschen dünner aufstellen. Warte mal, nee, das ist ein reguläres Infanterieregiment. Da will ich mich eigentlich einer Möglichkeit von fernhalten. Ja, wir wollen da gerne allzu hohe Verluste vermeiden. So, die Linie darf sich jetzt zurückziehen. Das Gliedweise feuern macht hier einen großen Unterschied. Wir setzen jetzt auf Explosionsgeschosse oder Explosivgeschosse, um die Moral vollständig zu brechen. Da kommen die. Und wechseln sie. Das
Das haben die Ulanen gut gemacht. Und das ist echt eine schöne Schockkavallerie. Wir ziehen uns sofort wieder zurück. Wir haben hier einen gewaltigen Charge reingesetzt und können das uns hier leisten, uns wieder zurückzuziehen. Die Jungs da, die sind Geschichte. Wir holen mal die Ulanen wieder ein bisschen zurück. Wir haben schon so viele gegnerische Truppen in die Flucht geschlagen, dass wir uns hier wirklich gar keine großen Gedanken mehr machen müssen. Ja, ich glaube, da hat die Ati einmal in die eigenen... Nee, hat die Ati nicht in die eigenen Männer... Oder? Hat sie es doch getan? Ich kann es gerade schlecht sagen. Hat sie doch in die eigenen Männer geschossen? Auf jeden Fall können wir hier feststellen. Wir haben hier schon so viele Regimenter in die Flucht geschlagen. Das wird ein sehr, sehr schöner Sieg werden. Nicht so dicht an der Inn vorbeireiten, bitte. Und bitte nicht einfach so mitten auf dem Schlachtfeld stehen bleiben. Diese Field Marshal Hakes Taktik, die funktioniert für die Preußen nicht. Die Preußen gewinnen tatsächlich ihre Schlachten eher dadurch, dass sie kämpfen, nicht dass sie sich langsam übers Schlachtfeld bewegen, um von gegnerischen Maschinengewehren niedergemäht zu werden. Das ist auch so ein bisschen unwürdig, finde ich. So. Und jetzt müssen die Briten ins Gras beißen. Oder in den Porridge oder was auch immer. Wo auch immer Briten so reinbeißen. Nee, Porridge wahrscheinlich nicht, ne? Das löffelt man ja eher. In die Fish and Chips. Um mal Monty Python zu zitieren, jetzt geht's rund, ihr Frischbiertrinker. Mal so weit will ich die Linie gar nicht vorrücken lassen. Wir wollen ja hier auch effizient sein. Da ist noch einer. Komm zurück. Kümmere dich direkt um ihn hier. So, jetzt bitte nochmal vorrücken. Nicht mehr schießen. Oh, den habe ich übersehen, weil die Flagge aus irgendeinem Grund ganz, ganz links war. Okay, dabei sind die Engländer doch eigentlich diejenigen, die auf der falschen Seite fahren. Oh, Vorsicht, Junge. Da ist eine Linie. Und die müssen wir erst sturmreif schießen. Aber die sind ganz schön tough, die Husaren. Oh
kommen noch zwei Artillerietreffer und dann flüchten die auch. Die haben sich, also die Ulanen, die haben sich bezahlt gemacht. Meine Güte. Richtig, richtig übel. So, du bitte hier. Du hier, du hier. Dreifache Geschwindigkeit. Du bitte hier. Und dann haben wir gut zusammengeschossen. Nur nicht abschließend, aber brauchbar. Guck dir den da hinten mal noch an, hoppla. Da wird nicht viel überleben. Na komm, den erwischt es auch noch, ha? Den Einbürger mit Musketen. Eieieiei, den Eisenbürger. Okay. Oh. Mhm. Die Quote kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Bei 1785 Angreifern nur 303 Mann Verluste. Das ist echt krass. Also und vor allen Dingen, wir müssen auch bedenken, ne, wir kämpfen gegen Briten. Die Briten haben eine gute Infanterie. Klar, da waren viele Bürger mit Musketen bei. Zugegeben, ja. Aber es war ja auch noch, es war auch viel Linie dabei. Ja, das mache ich jetzt aber offscreen. Und ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Historische Hintergrundinfos gab es ja heute schon so mehr oder weniger, ne? Ich muss gucken, oder war das die Folge? Muss ich mal gucken. Moment mal gerade. Ja, also, ich würde mal sagen, in der letzten Halbfolge gab es ja die Infos zu Leibniz. Hier in dieser Folge gab es jetzt die Infos zu den Rothschilds. Und damit lassen wir das auch für heute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sag bis dann, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.